Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei dem Pretty Old Pixel. Ich heiße Alexander und ich freue mich, heute gemeinsam mit euch durch Funky Town zu grooven, und zwar beim Spiel Ghetto Blaster für den C64. In der letzten Folge haben wir uns das Unboxing angeschaut. Da habe ich euch vorgestellt, was alles in der Kassettenhülle enthalten war. Eine Anleitung mit relativ vielen Informationen. Diese Anleitung habe ich in der Zwischenzeit auch studiert, sodass ich euch die entscheidenden Informationen, worum es bei dem Spiel geht und was man hier machen muss, auch tatsächlich mitteilen kann. Bevor wir jedoch starten, worum geht es bei dem Spiel? Man schlüpft in die Rolle eines Praktikanten mit dem Namen Rockin' Rodney, der bei Interdict arbeitet, und man hat die Aufgabe, innerhalb einer bestimmten Zeit 10 Tapes abzuholen und diese dann bei der Plattenfirma abzugeben. Aber es reicht nicht nur, diese abzugeben, sondern man muss auf den Weg zum Plattenstudio auch eine gewisse Anzahl von Personen zum Tanzen zu bringen. Das macht man mit den Ghetto Blaster, die man mit dabei hat. Und man muss natürlich aufpassen, nicht von den bösen Leuten erwischt zu werden, wie zum Beispiel dem Polizisten, der die Anlage leiser macht. Und es soll sogar einen Psycho geben, bei dem man wirklich vorsichtig sein muss, denn er hat nichts anderes im Sinn, als den armen Rodney um die Ecke zu bringen. Das wollen wir natürlich verhindern. Ich schlage vor, dass wir direkt starten. Ich benutze wie immer meinen Competition Pro Joystick. So, und wir sehen direkt unseren Hauptprotagonisten Rodney in der Mitte. Ich drücke mal auf Space. Damit halten wir das Spiel an, damit wir uns in Ruhe mal diesen Bildschirm anschauen können. Also, wie gesagt, in der Mitte sehen wir Rodney. Er trägt einen grauen Kasten auf der Schulter. Das ist ein Ghetto Blaster. Und dieser Ghetto Blaster, den sehen wir auch im unteren Drittel des Bildschirms dargestellt. Und das fand ich als Kind total spannend und aufregend, denn ich hatte auch so einen Ghetto Blaster. Und dass man so einen Ghetto Blaster in einem Spiel simuliert, das war für mich was ganz Neues. Vor allem, dass man ihn auch später steuern kann über die F-Tasten. Und zwar kann man über F1 die Lautstärke erhöhen, durch F3 die Lautstärke reduzieren. Mit F5 kann man den Ghetto Blaster anmachen und mit F7 kann man den Ghetto Blaster wieder ausmachen. Was sehen wir noch? Wir sehen in der Mitte eine, ja, typisch englische Straßenansicht, würde ich mal sagen. Häuser, die ähnlich aussehen, das werden wir später im Verlauf des Spiels nochmal sehen, dass wir an Reihenhäusern vorbeilaufen, die sich nur durch die Farbe der Tür unterscheiden. Wir stehen auch hier direkt vor dem Plattenladen in der Funky Street, das heißt, oben wird der Straßenname eingeblendet. Was sehen wir noch? Ich drücke mal wieder auf Weiter. Und hier drücke ich nochmal auf Pause, denn da werden jetzt 3 wichtige Informationen eingeblendet. Must Dance 1, Tapes 0, Dancing 0. Was bedeutet das? Ihr erinnert euch, wir müssen ja Demobänder abholen und bei Interdisc abgeben. Und nicht nur das, sondern wir müssen ja auch noch Leute zum Tanzen bringen. Und bei Tape 0 müssen wir genau einen Passanten zum Tanzen bringen. Und da wir es bisher noch nicht geschafft haben, ist die Zahl bei Dancing natürlich 0. Damit das alles funktioniert, brauchen wir zunächst einmal eine Batterie. Das heißt, wir müssen ein Geschäft finden, bei dem wir eine Batterie kaufen können. Und wir müssen ein Haus finden, wo die Tür blinkt, weil dann wissen wir, dass dort ein Demoband ist, was wir abholen müssen. Und wenn wir das zusammen haben, dann können wir die Kassette einlegen, abspielen und versuchen, die Passanten zum Tanzen zu bringen. Und das werden wir jetzt direkt in Angriff nehmen. Hier seht ihr auch, wie ich die Figur bewege, rechts, links, ganz normal. Eine Besonderheit gibt es, wenn ich jetzt hier nach rechts gehe und dann die Straßenseite wechsle, dann muss ich nach links gehen, um weiterzugehen, weil sonst laufe ich wieder zurück. Und hier ist direkt ein Laden für Electrical Supplies und dort haben wir auch die Batterien bekommen. Das ist klasse. Jetzt brauchen wir nur noch ein Demoband und dann schauen wir mal, ob wir einen finden. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Seht ihr, die Häuser sehen gleich aus, aber die Türen unterscheiden sich. Wir sind immer noch in der Funky Street, jawohl. Da ist ein Reparaturladen, das ist wichtig, denn es gibt jemanden, der tatsächlich immer versucht, den Ghetto Blaster kaputt zu machen. Wenn das passiert, dann muss ich hier hin, um den Ghetto Blaster wieder zu reparieren. Und dieser Laden befindet sich in der Tabakstraße. Oh, und da müssen wir vorsichtig sein. Da kam einer auf mich zugerannt. Da war er wieder. Das ist, glaube ich, ein Dieb. So, wir haben ein Band aufgenommen. Ich drücke F5. Und ihr hört die Musik. Cool, oder? So, und den bringen wir jetzt zum Tanzen. Hat das geklappt? Ja, das hat geklappt. Und wir haben die erste Aufgabe erledigt. Klasse. Also,
Demo-Band Nummer 2. Jetzt müssen wir 3 zum Tanzen bringen. Ich gehe wieder raus. Und scheinbar brauche ich wieder eine Batterie. Nee, brauche ich nicht. Not needed. Ich drücke mal auf F5, aber da ist nichts drin. Alles klar. Dann gehen wir mal ein Demo-Band suchen. Und da ist wieder eins. Das finde ich total cool, wenn man sieht, wie eine Kassette eingelegt wird. Da drücken wir jetzt wieder auf an. So, da war wieder jemand, der auf mich zuraste. Das fand ich natürlich sehr unfreundlich. Jetzt gucken wir mal. Na super. Also, dieser nette Herr hat gerade meinen Ghetto Blaster kaputt gemacht. Das finde ich natürlich nicht so lustig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den Laden wiederfinden, wo ich es reparieren lassen kann. Keine Ahnung, wo es ist. In der Tobacco Street, wenn ich mich recht entsinne. Ach, da. Wunderbar. Gefunden. Und es ist wieder ganz. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Ah, beim Polizisten traue ich mich nicht. Noch einer. Da ist der Passant. Reicht das? Ja, das reicht. Also, wir können Band Nummer 2 abgeben. Und es hat funktioniert. Nein, hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir 3 zum Tanzen bringen. Hi, hi, hi. Okay. Komisch. Es ist immer noch Tape 1, aber ich dachte, wir müssen... Na, super. Unser Blaster ist wieder kaputt. So, da wieder repariert, erledigt. Was ich auch noch sagen musste, ihr seht unten links eine Zahl, den Zählerstand und der klettert. Das heißt, man hat nur eine bestimmte Zeit, um die Demobänder auch zu sammeln und abzuliefern. Wie lange man dafür Zeit hat, das weiß ich nicht, da bin ich mal gespannt. Aber jetzt brauche ich erstmal ein Demoband. Tobacco Road, immer noch. Pleasant Street. Ach nein. Ja, also, das Ding lässt sich scheinbar nicht mehr reparieren. Es war jetzt das dritte Mal, dass dieser Typ meinen Ghetto Blaster kaputt gemacht hat und dann endet auch das Spiel. Okay, gut zu wissen. Also, wir probieren einen neuen Durchlauf. Also auf die andere Seite. Wir holen uns die Batterien. Die haben wir. Wieder zurück. Und jetzt suchen wir uns doch mal ein Demoband. Oh, da war was. Perfekt. So. Da war wieder der Typ. Und ich glaube, ich muss jetzt hier links gehen. Vor dem da oben habe ich auch ein bisschen Angst. Keine Ahnung, was der ist. Tape delivered. Also, das hat schon mal funktioniert. Und jetzt müssen wir 2 zum Tanzen bringen. Okay. Wir gehen mal hier hoch. Sunny Gotch Street. Paar Geschäfte. Immer noch keine Ahnung, wer das ist. Kann ich auch hier rein? Nein. Kann ich insgesamt in die Gebäude rein? Jawohl, das kann man. Hier sieht man die Hinterhöfe. Positively 4 Street. Ich glaube, ich muss für die nächste Partie mal die Karte rausholen, damit ich mich hier nicht verlaufe. Und wir haben das Tape.
Ah, noch eins. Baker Street. Ja, jetzt habe ich hier Demobänder ohne Ende. Das ist ja toll. Love Street. Da scheint eine Einkaufsstraße zu sein. Ach, verdammt. Also, mich hat es wieder erwischt. Aber ich befürchte, ich habe mich jetzt echt etwas verlaufen. Das waren die Hinterhöfe. Gehen wir mal nach Norden. Funky Street, okay. Jetzt müsste gleich wieder der Reparaturladen da sein. Entweder ist er hier rechts oder auf der anderen Straße. Ne, da ist er. Sehr gut. Repariert. Ah, man muss aufpassen. Denn wie gesagt, wenn ich die Straßenseite wechsle, muss ich in die andere Richtung steuern, um weiterzugehen. So, einen haben wir schon mal. Hopp. Na, nicht so nett. Kann ich gehen? Auch ein Passanten. Na, einen Polizisten nehme ich lieber nicht. Aber wo sind denn hier die Passanten? Gibt's doch gar nicht. Der war mir etwas zu durchgeknallt. Ah, hier. So, 2 von 2. Ah, hier waren wir noch nicht. Oder doch? Ihr seht, ich bin schon etwas ängstlich. Perfekt, geschafft. Wow, jetzt muss ich 13 zum Tanzen bringen bei Tape 2. Das nenne ich meine Hausnummer. Die Batterien reichen noch. Okay. Dann gehen wir mal links rum. Und hier ist auch noch mal ein Laden, wo wir Batterien kaufen können. Oh. Und das scheint der Battersea Park zu sein. Aber da kriege ich keine Demo-Kassetten. Aber vielleicht kriege ich dort ganz viele Personen zum Tanzen. Wir schauen mal. Moonlight Drive. Und da ist wieder der Park. Oh, der Typ, das ist dieser Psycho, das ist derjenige, der einen tötet. Darauf habe ich natürlich gar keine Lust. Das ist mir nämlich bei einem Vorspielen mal passiert. Und das scheint eine Kneipe zu sein. Da habe ich auch in der Anleitung von gelesen. Da kann man möglichst viele erwischen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich brauche jetzt erstmal ein Demoband. Hallo. My way. Okay. Blackberry Way. Wo ist denn hier bitte ein Demoband? Das gibt's doch gar nicht. Oh, hier ändern sich die Häuser. Schaut mal. Das scheint eine etwas reichere Gegend zu sein. Und das war jetzt knapp. Habt ihr es gesehen? Ist aber nicht kaputt gegangen. Ich habe nochmal Glück gehabt. Kann man hier rein? Nee, da kann man nicht rein. Aber hier kann ich rein. So, und da warte ich jetzt mal. Und ich schalte mal wieder an. Wir sehen auch die Anzeige der Batterie. Ist noch 3/4 voll. Oh, Nummer 1. Hoppala.
from my way. Der Polizist. Ich finde Musik richtig gut, wenn ich das sagen darf. Überleg mal, von wann das Spiel ist. Oh. Nummer 2. Aber irgendwie gibt es nicht so viele. Doch. Und Nummer 3. Ich finde die Sprites auch sehr hübsch gemacht. Toller Sound. Und die Batterie ist fast alle. Okay. Das heißt, die Dancing Party. Aha, wo ist die? So. Wo ist die Dancing Party? Keine Ahnung. Aber Nummer 7 habe ich schon mal. Nummer 8. Auf. Jawohl, Nummer 8. So. 10. 11. 12. Einer noch. Auf, traut euch. Und da bist du. Hab ich? Jawohl. So, wie kommen wir wieder nach Hause? Hoppala. Das war nicht nett. Nee. Das wäre falsch. So. Wo ist hier eine Dancing Party? Vielleicht auf der anderen Straßenseite? Nee, auch nicht. So, schnell zum Plattenladen. Nein, zum Plattenlabel. Da ist es. Puh. Also, einen weiteren Demo-Band haben wir abgeliefert. Jetzt müssen wir 15 Passanten zum Tanzen bringen. Gehen wir mal auf die Suche. Wir gehen mal links rum. Wie gesagt, beim nächsten Mal drucke ich mir die Karte aus. Und dann werde ich etwas besser navigieren können. Keine Demo-Bänder hier. Aber vorhin waren jede Menge Demo-Bänder. Das gibt's doch gar nicht. Da. Da, da, da. So. Was passiert, wenn ich den hier... Nee, da passiert gar nichts. Die sind resistent. Aber die ist nicht resistent. Sehr schön. Ja, auch nicht. So. Ich finde, dass das Spiel auch sehr schnell ist. Das macht echt Spaß, die Steuerung. Toller Bildaufbau. Ich meine, wir haben es hier nicht mit dem Scrolling zu tun, aber das macht nichts. Ich vermisse es nicht. Denn das Umschalten geht so schnell, dass es einem wirklich nicht ins Auge fällt. Ich mach mal ein bisschen lauter, was haltet ihr davon? Keine Ahnung, welchen Effekt das hat. Okay, da waren wir schon. Oh, battery is going low. Wir reduzieren etwas die Lautstärke. Vielleicht verbrauchen wir dann weniger Strom. Na,
So, perfekt. Batterien haben wir wieder. Der Rentner versucht zu fliehen. Er ist abgehauen. Der war... Ah, da ist er. Ich finde die Musik wirklich cool. Das ist so richtige 80er Jahre, oder? Da wollte ich nicht hin. So. Ich glaube, wir haben genügend. 15. Und das Ding ist auch wieder in der Funky Street. Da ist es. Perfekt. Don't play that song for me. Das verstehe ich jetzt nicht. Waiting on a friend. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Was habe ich falsch gemacht? Okay, egal. Ah. War das ein falsches Demo-Band? Scheinbar. Okay, wir gehen hier hoch in die Baker Street. Sehr gut. Geholt. The Humphrey Osmond Song. Eins von elf. Jawohl, Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Die Polizisten lassen mich in Ruhe. Nehmen wir den Elvis hier. Sunny Gotch Street, da waren wir schon mal. Wir brauchen noch 6. Da ist der 6. People here don't dig your sound. Naja. Machen wir wieder lauter. Wenn das alles ist. Okay, der Opa tanzt noch, aber er tanzt noch nicht. Hat geklappt? Ja. So. Er auch? Oh! Da hat einer mir das Tape geklaut. Das gibt's doch gar nicht. Na super. Na toll. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Okay. Das war jetzt nicht so toll. Und ihr seht, Dancing 0. Ich muss wieder von vorne anfangen. Na toll. So, wo kriege ich wieder ein Demoband her? Ich habe etwas die Orientierung verloren, wie ihr gerade gesehen habt. Aber ich arbeite dran. Ein Geschäft nach dem anderen. Nein, lieber Polizist. Ich bin ruhig. Ja, und hier sind ganz viele Passanten. Super. Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Oh. Da ist wieder derjenige, der meinen Ghetto-Blaster kaputt machen will. Glück gehabt.
Hier muss doch irgendwo ein Demoband sein. Gibt's doch gar nicht. Auch nicht. Auch nicht. Jetzt mal in der Mitte der Straße. Upp, das war falsch so rum. Das gibt's doch gar nicht. Doch, da. Relapse. Nicht relax, relapse. Ich brauche gleich einen neuen Laden mit Batterien. Da müsste doch gleich wieder der Supply-Laden kommen. Repairs? Nein, nix Repairs. Batterien sind aufgeladen. Bam, 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 bam. Sehr schön. Oh Mann. Der Typ hat mir wieder mein Tape geklaut. Okay, da müssen wir aufpassen. Also, die Polizisten machen das Ding leiser. Der Typ, der klaut die Bänder. Dann haben wir einen, der den Ghetto-Blaster kaputt macht. Und dann gibt es diesen Psycho, der leider, leider, leider den Amrodney tötet. Alles etwas unerquicklich. Da ist der Dieb. Na toll. Wir haben auch bereits 700 Sekunden bisher verbraucht. Das seht ihr am Zähler. Ich vermute mal, dass bei 999 Schluss ist. Oder es springt wieder auf 1. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Da war schon nichts mehr. Die sind gut verteilt hier. Na toll. Na toll. Und jetzt ist auch mein Blaster kaputt. Love is in the air. Aber nicht mit Musik. Komisch. Irgendwo muss doch hier wieder ein Demoband sein. Hallo? Ah. Zumindest konnten wir schon mal den Ghetto-Blaster reparieren. Das ist gut. Und da ist wieder ein Band. So. Wir haben immer noch die Aufgabe, 11 Leute zum Tanzen zu bringen. Und das machen wir jetzt. Habt ihr gesehen, die flüchten, wenn ich versuche, sie zum Tanzen zu bringen? Ja, jetzt finde ich die Demobänder. Klasse. Ich brauche kein Demoband. Ich brauche unschuldige Passanten, die hier tanzen. Dance it, baby. Nein, Shake It Baby. Egal. Das war ein anderes Spiel. Gut, auf geht's. Sehr schön. Hm.
Nein, nein, nein. Der wollte wieder meinen Band klauen. Hat sie schon, aber den noch nicht. Und weg ist er. Widerstand ist zwecklos. Was gibt's denn Schöneres als tanzen, oder? Oh, 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 da kommt... hallo? Ja, ja, ich mach doch nix. Eieiei, ich hab doch leise... Ich hab's ausgemacht. Das ist aber nicht nett. Die Polizisten sind etwas sauer auf mich, oder? Ich hab's doch leise. Aber jetzt mach ich wieder laut. Dann kann ich auch auf volle Pulle drehen, oder? Wenn die mich eh verfolgen. So, 3 brauche ich noch. 2 brauche ich noch. Hier kann ich nicht. Oh, da war wieder der Dieb. So, wir sind schon mal in der Tobacco Road. Ja, getting low ist mir jetzt egal. Wie viel fehlen denn noch? Einer. Gut, dann holen wir Batterien. Und da ist die Nummer 11. Super. Jetzt müssen wir nur noch zur Interdisk. Ja, wo ist er denn? Der Laden gibt doch gar nicht. Funky Street. Home Sweet Home. Ja, meine Damen, meine Herren. Geschafft. Jetzt müssen wir 32 Leute zum Tanzen bringen. Bei Band Nummer 4. Aber ich schlage vor, dass wir an der Stelle enden und ich einfach beim nächsten Mal mit euch die nächsten 32 Passanten zum Tanzen bringen. Ich darf mich an dieser Stelle recht herzlich dafür bedanken, dass ihr eingeschaltet habt bei dem Pretty Old Pixel. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr nicht nur die nächste Ghetto Blaster Folge euch anschauen würdet, sondern auch die anderen Formate, die wir bei unserem YouTube-Channel haben. Und als kleiner Reminder, jeden Dienstag haben wir um 20 Uhr bei Twitch einen Blätterabend. Dort gehen Selma und ich durch eine Publikation, eine Computerzeitschrift, eine Spielezeitschrift und sprechen über das ein oder andere Spiel, was wir dort sehen. Aber je nach Zeitschrift geht es nicht nur um Spiele, sondern auch um Musik und um Bücher und um Brettspiele, wenn diese in diesen Zeitschriften besprochen werden. Ich darf an dieser Stelle euch alles, alles Gute wünschen. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.